Ich wäre froh um den Energietank. Oder zumindest um Leben wäre gut. Okay, Moment, da geht's rein. Ich wäre echt jetzt froh, ein bisschen Leben. Lebensenergie. Ah, sehr schön. Was ist das? Oh, Wave Beam? Wave Beam! Sehr cool. Jetzt ist nur die Frage, haben wir jetzt den... Jetzt haben wir den Ice Beam wahrscheinlich ja wieder nicht mehr, oder? Jetzt ist die Frage, kann ich die irgendwie umschalten? Nö. Hm. Gut, haben wir dasselbe Problem wie mit dem... Wave Beam. Bei Metroid. Wir gehen jetzt da oben rum, einfach nur zwecks der Sicherheit. So, duck. Oh. So, nein, ich möchte ja gesagt nach oben. Ja, oder, oh, gut, dann machen wir es eben so. Ist egal, komm. Ich glaube eh nicht, dass da oben irgendwas noch war. So, jetzt hier Boden gucken. Ja, vielleicht kann man hier irgendwo durchspringen. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Super, jetzt haben wir den Wave Beam bekommen, aber es ist die Frage. Vor allem, wo geht's hier rein? Da müsste ja. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich möchte doch nur raus. Ein Schlag und ich bin tot übrigens, ne? Warum ist. Ich wäre so froh, wenn ich. Ach hey. Ich wäre so froh. Ja, Raketen-Upgrade will ich keins. Na toll, das sind wieder alles dieselben Räume. So. Komm, so ein Dauerheilungsding wäre cool. Also nicht ein Dauer, sondern einfach so ein Heilungsding. Ja, man kann nicht alles haben, ne? Hey, man kann nicht alles haben. Und Cloud, du sowieso nicht. So, abwarten. Raketen-Upgrade. Sehr schön. Na gut, dann gucken wir eben mal hier weiter, wo es da... Boah, jetzt war der Gegner hier wieder da. Oh nein! Ich weiß ja nicht genau. Okay, war mir fast klar. Kann ich da? Nö. Oh. Ich glaube, das bringt nichts, wenn ich da oben, oder? Ich habe jetzt echt so Angst davor, dass ich einfach getroffen werde. Warum können hier nicht Gegner sein, die mir vielleicht wieder ein paar Leben geben oder sowas? Toll. Danke. Boah, ich hasse es. Game over. Super. Danke, Spiel. So, okay. Das Tolle ist, jetzt sind wir nämlich wieder hier. Ja. Wir haben wieder den Ice Beam und alles. Aber alles halb so wild, weil ich weiß ja ungefähr, wo ich hin muss. Dann vielleicht spielen wir diesmal einfach ein bisschen besser. Ja, sehr witzig. So, ja doch, oder? Da, dumm, du dumm, du dumm, du dumm. So. Gut. Ich glaube immer noch, dass wir... Ja, Alter, ich... Du wirst mich doch verarschen, oder? Ich glaube immer noch, dass wir vielleicht hier... Warum wird das Ding nicht vereist? Nee, ich komme da sowieso nicht hoch, oder? Nee, das geht sich niemals aus. Na, egal. Brauche ich den High Jump zuvor? Moment. Ich probiere jetzt hier nochmal vorher hochzuklettern. Einfach nur, um zu gucken, ob hier vielleicht irgendwas anderes Tolles ist. Weil wir wissen ja, was da drinnen ist. Tod und Verderben. Unter anderem. Ich bräuchte ja nur so ein Aufladedingens. Was ist das? Na toll, na toll. Okay. Gut, jetzt sterben wir jetzt schon. Ist natürlich auch geil. Was ist das eigentlich? So. Na schön zerstören. Aber jetzt müssten wir hier eigentlich bei dem Stacheldingend sein. Nein, nein. Boah, Alter. Ja, genau. Okay.
Gut, können wir hoch. Jetzt sind wir genau auf der anderen Seite. So, nein. Schluss. Kann ich das Ding vielleicht... Nee, jetzt kann ich mir gar nichts kaputt machen. Kann ich die vielleicht irgendwie... Ja, da kommt Energie raus. Sehr cool. Gut. Dann kann ich mich hier gut aufladen eigentlich. Also theoretisch, wenn denn manchmal viel Energie rauskommen würde, aber kommt ja selten, irgendwie habe ich das Gefühl. Also bitte um Energie. Mehr Energie bitte, danke. Sehr schön, 20. So. Okay, gut, der Energiecontainer ist wieder voll. Schön. So, komm, jetzt. Autsch. Ja, toll, toll. Nein. Ich bin so schlecht. Jetzt habe ich wieder die ganze Energie, die ich eingesammelt habe, habe ich jetzt mit einem Schlag wieder verloren, ich Idiot, ja. Weil die einfach, ich bräuchte echt einen besseren Anzug. Das wäre echt jetzt das Wichtigste, um hier erfolgreicher voranzuschreiten, wäre ein besserer Anzug, ja, für mich. So, einmal da rüber springen, wollte ich eigentlich sagen. Na toll. Autsch. Ach komm, leck mich doch. Stirb. So. Weißt du was, jetzt komm rüber da. So, und jetzt gucken wir mal da nach unten. Ich weiß dabei vorher nicht, aber dann gehen wir eben diesmal einen Spezialweg. So. Oh, eine Raketentür. Ich gehe unten. Oh! Was ist da? Toll. Oh! Na, das ist ja super. Ein kleiner Zwischenboss, der meint, mich töten zu müssen. Aber ich glaube, da bekomme ich was deshalb. Oder kann ich denn... Du willst mich doch verarschen, oder? Ich glaube, da bekomme ich nichts. Ja gut, dann eben nicht. Toll. Ja. Gut. Kein Kommentar. Super, jetzt habe ich 2 Energie. Jetzt komme ich genau oben bei der Staude raus, ist eh klar. Ja, das haben wir ganz klug hinbekommen. Wow, Cloud, du bist einfach der beste Gamer überhaupt. Ja, das ist halt, ja, darf ich jetzt so keinem vorlegen hier die gute Leistung, muss man ehrlich gesagt sagen, ja. Weil da müsste ich mich schämen. Zum Glück sieht das keiner. So, weiter, weiter. Weiter. Nein, zurück. Weiter. Und hoch, hoch. Nein, das wäre doof. Aber ich glaube, ich mache jetzt eines. Ich werde jetzt hier oben... Komm, ich probiere das jetzt nochmal hier mit dem Vereisen. Ja, da geht sich sowieso nicht aus. Na ja, komm, egal. Da brauche ich den High Jump. Anders wird das nichts. So, und ich gehe jetzt noch trotzdem nochmal hier oben, dass ich diese eine Blüte da irgendwie... ein bisschen nutze, um meine Energie aufzuladen, ja. Damit ich dann da drinnen effektiver bin. So, hallo Blüte. Autsch. Ja, toll. Was ist jetzt los? Ach komm. Spiel, du willst mich doch... Spiel will mich echt ein bisschen mobben. Spiel will mich echt ein bisschen mobben, habe ich das Gefühl. So. Düp, düp, düp. Ah! Boah, das war knapp. Es war ein bisschen knapp jetzt. Das auch. Aber naja. So. Und, ja, komm. Und
und ich probiere es verzweifelt, wie ich bin, einfach nochmal. So. Nee, da kommen wir einfach nicht. Nee, da kommen wir nicht hoch. Vergiss es. Cloud, vergiss es. So. Einmal klettern. Klettern macht so Spaß. Ja, klettern macht so Spaß. So, und jetzt machen wir den Fehler nicht, dass wir hier im Ball hochlaufen, sondern wir laufen gleich so hoch. So, jetzt machen wir den da. So, genau. Und einfach hier stehen bleiben und farmen, bis wir voll sind. Und im Idealfall treffen mich die Viecher nicht. Und wenn sie mich treffen, naja. Halb so wild, aber guck mal, was da im Idealfall viel Zeug rauskommt. Sehr schön. Muss zwar nicht jedes Mal funktionieren, aber schauen wir mal. Ja, so. Sehr schön. 3 Bommel. So, und wieder 3 Bommel. Wunderbar, da sind wir ja fast ganz schnell ganz voll. Also das ist definitiv eine gute Farmfrucht, sage ich mal. Ich nenne sie einfach mal Farmfrucht. So, 60, okay. Wunderbar. Toll, das eine Ding. Ja, 85, komm, wir machen jetzt voll. Weil es geht ja. So, einmal noch. Wir merken uns da drüben, da war so eine Chozo-Statue, aber keine Ahnung, ob man von der dann irgendwas bekommt oder nicht, so. Also die eine da, wo dieser grüne Ball rauskam, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt der grüne Ball, ob der besiegbar ist oder nicht. Ich hatte das Gefühl, dass mit meiner aktuellen Geschichte nicht besiegbar war, so. Oh, guck mal! Oh nein, es ist ein Metroid! So, nicht oft treffen lassen. Sehr schön. Gut. Didit. So, ich gehe mal davon aus, dass wir da nicht weiterkommen, oder? Nee. Brauche ich gar nicht probieren. Aber da unten. So. Düdüdüdüdüd. Zack. Und einmal Sprung nach unten. Oh nein! Hilfe! So, dann ging es einmal da nach links. Man erinnert sich, da war, glaube ich, jetzt der Wave Beam zu finden. So. Gut. Machen wir kaputt. Zum Glück habe ich mehr als genug Raketen. Wave Beam! So, da unten war nix. So. Dann weiter nach rechts. Aber was für eine Schande, wie schlecht ich jetzt dieses Level angefangen habe. Also die Aufnahme meinte ich eigentlich. Wow. Richtig schlimm. So, was haben wir da jetzt Schönes? Okay. Autsch. Toll. Okay, Moment. Nein, das wollte ich eigentlich so nicht. Okay, das wollte ich eigentlich. So, jetzt gehen wir nämlich hier runter. Schauen wir mal, ob wir da irgendwo reinkommen. Moment. Moment. Ah, ich wusste es. Voll der Geheimgang. Oh, toll. Oder voll nicht der Geheimgang. So, was bekommen wir da jetzt Schönes? Oh, guck mal. High Jump? Ja, High Jump Boots. Sehr cool. Yay, jetzt können wir High Jumpen. Das ist schön. Blöd ist, jetzt haben wir den Ice Beam nicht mehr. Sonst hätten wir da draußen vielleicht wirklich die Gegner. Da geht's ja auch wieder weiter. Was ist denn da los? Warum geht's da überall weiter? Und Energy Tank. Wie cool. Den nehmen wir natürlich schon mit jetzt. Toll. Mit unserem neu gewonnenen High Jump. Sollte das ja easy gehen. Sehr schön. Ein weiterer Energy Tank, Leute. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Ja, und nebenbei auch noch ein paar neue Raketen. Boah, war
richtig gut, was wir hier an Upgrades bekommen. Wow, ich bin echt begeistert. So, hoch da. Dann irgendwo da durchsprengen war's, ne? So, ich wäre jetzt geneigt, hier zu speichern. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier hochkommen. Kann man jetzt, was ich gerade sagen, schafft ja das. Gut, das Tolle ist, mit dem Highjump kommen wir jetzt auch auf der Seite hoch. Ich muss also nicht mit dem Ball hochrollen, wie ich ursprünglich gedacht hatte. So, aber da jetzt dafür rüber. Ja, toll. Okay, ich muss trotzdem mit dem Ball hoch. Dumdi-dumdi-dumdi-dumdi-dumdi-dumdi-dumdi. Das war der falsche Knopf. Ich wollte... warum? Mensch. Warum rollt der manchmal... Ich drehe durch. So, hoch hier, komm. So, gut, raus da. So, hätten wir das auch geschafft. Ich meine, das ist aber hier irgendwo auf halber Höhe. Ist doch da drüben, war doch auch noch ein Tor irgendwo auf halber Höhe, oder? Nicht, dass wir jetzt die Hälfte verpassen. Oh, toll. Autsch. Oder war das der Eingang? War wahrscheinlich der Eingang. Nein! Ernsthaft. Nee, okay, das passt schon so. So. Hier sind wir, glaube ich, irgendwo gestorben, oder? Toll. Lass mich raus! So, Raketen-Upgrades haben wir wie Sand am Meer. Toll. Gefällt mir. So. Es ist eins verdächtig, dass die beiden da so... Das ist verdächtig. Ja, für mich ist das verdächtig. Ich mach mal kurz den Ball. Warum ging das jetzt nicht? Ach, ich kann doch nicht durchrollen. Die feinen Damen und Herren lassen mich da nicht durchrollen. Okay. So. Schade, das hätte gut gepasst. Toll, jetzt komme ich hier raus auch nicht mehr. Das hätte aber gut gepasst. So. Wo geht's da hin? Da waren wir jetzt, glaube ich, letztes noch nicht. Ach, das ist jetzt... Okay, das ist jetzt die eine Kammer, wo wir jetzt von der anderen Seite hinkommen, wo wir da... Okay, verstehe. So, gut. Also scheint, das haben wir jetzt hier alles mitgenommen, was wir denn so mitnehmen können. Die High Jump Boots sind auf jeden Fall ein großer Gewinn. Die Raketen-Upgrades, naja, so... So halb, sage ich mal. Ich meine, viele Raketen schadet nicht. Aber benötigen tun wir sie jetzt auch nicht unbedingt. Natürlich, außer die Bosse werden noch ein bisschen schwieriger. Was sie definitiv werden, früher oder später, ja. Da schadet es dann gar nicht, wenn wir viele Raketen haben. So, da wird es jetzt wieder lustig, das hier hochzuklettern. Gehen wir davon aus, dass hier nichts ist, oder? Nein. Gut, da auch. So, sehr schön. So, und da sind wir jetzt wieder ganz oben. Da ist sonst nichts, nein. Ach Gott, okay, dann muss ich hier... Muss ich hier echt so dann hoch? Wahrscheinlich, oder? Kletter, 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 kletter... Hoffentlich habe ich jetzt nichts Essentielles übersehen hier. Sicher bin ich mir nämlich auf keinen Fall. Vielleicht geht es hier noch irgendwo runter. Nee. Ja gut, wir haben viel entdeckt hier. In der Burg. Toll. Dürfte ich vielleicht hier wieder mal raus? Danke. So, sehr schön. Und ich glaube, bevor ich jetzt irgendwas probiere... Geh speichern, ja, das ist mir das Wichtigste eigentlich. Wie viel haben wir hier jetzt eigentlich noch? 6 von denen, okay. Ja. Jetzt könnten wir zwar hochspringen, aber wahrscheinlich haben wir den Eisbeam. Ja, natürlich ist das kein Eisbeam mehr, klarerweise. Schade, weil mit dem Eisbeam hätten wir jetzt hier hochklettern können.
mit den Eisbeeren würden sich diese Kreaturen vielleicht auch etwas leichter besiegen lassen. So, jetzt geschwind wieder Wind gespeichert.